Hallihallo Leute und herzlich willkommen wieder zurück bei Let's Play Bioshock 2 Remastered. Ja, wir sind wieder hier. Künstler strebt danach, seine Ideale in einem Gemälde auszudrücken, um sein Publikum zu fordern und seiner Vision Unsterblichkeit zu verleihen. Aber die Parasiten sagen nein. Deine Kunst muss unseren Zwecken dienen. Deine Ideale sind gefährlich für das Volk. Das ist ja fast wie bei meinen Let's Plays. Nee. So, ich sehe hier noch Fallnieten rumliegen. Oh, schade. Okay, kann ich das jetzt eigentlich... Gut, hätte ja sein können. Ich kann die hier nicht lassen. Hey, wir fangen doch gerade erst an. Oh nein, was tust du da? Jetzt von hier? Er flieht vor dem Licht. Danke. Ich bin da. Okay. Die zwei sind jetzt weg. Ich schaue mich hier ein bisschen genauer um. Okay, das hält. Immerhin. Ich will da noch nicht weitergehen. Ich schaue erstmal, was hier unten ist. Brauche ich irgendetwas daraus? Eigentlich nicht. Passt. Okay. Hat sich trotzdem gelohnt für das Medikit. Das ist nur roter Rauch. Das ist keine Scan-Einheit oder irgendwas, oder? Keine Waffe? Nee, alles. Hier kommt garantiert irgendwas, weil ich finde hier schon wieder einen Heckpfeil und... Das ist ja mal sehr geil. Naja, das ist halt alt. Yeah! Ich find's voll geil, dass hier einen Schatten gibt, ist schon... Also ich feier's. Okay, erstmal, was hast du denn hier? Da ihm selbst jegliche Genialität fehlt, fürchtet der Parasit den Visionär. Was er nicht abkupfern kann, will er zensieren. Was er nicht reglementieren kann, will er verbieten. Rapture basiert auf einer Idee. Und Ideen sind hier unantastbar. Aha. Hier ist noch ein bisschen Snack. Hab Cola. Zweimal. Da haben wir jemand seine ganze Ration weggefressen, für die er fürs Leben brauchte. Also Tenenbaum würde wollen, dass du diese Sister wieder zu einem Menschen machst. Das brächte uns gerade genug, Adam, für unsere Zwecke. Und ich nehme mal an, die anderen Mädels, die sie gerettet hat, würden versuchen, sich dankbar zu erweisen. Aber in Rapture wird um alles oder nichts gespielt. Und sie ist der Jackpot. Du musst nur willens sein, dir alles zu nehmen. Und du hast mehr, Adam, als ein Plasmid dich kostet. Der Rest ist ein Bonus obendrauf. Überleg's dir. Hier unten heißt es, dein Leben oder ihres. Die Option bleibt uns also immer noch das gute und das schlechte Ende. Und ihr wisst, wie ich mich entscheiden werde. Deswegen suchen wir uns jetzt dieses Teil. Whisky brauche ich nicht, das sind die ganzen alten Köpfe, die hier überarbeitet werden. Das hier hole ich mir auch noch. Ich hoffe, ich komme nochmal zurück. Weil ich habe jetzt nicht alles erkundet, ich wollte einfach hier weitergehen. Wollte ich auch mal testen. Bandagen, sehr gut.
Ist das hier auch ein... Okay, ich höre, dort drin ist jemand. Ich muss aber noch was hacken. Oh, das wird knapp. Jawohl. Extra Geld, wenn ich einen blauen Bonus... Ich hätte es probieren können, aber... Ich wollte es jetzt gerade nicht riskieren. Okay. Munition brauche ich nicht. Passt alles. Hier sind einfach die ganzen Ersatzteile. Ah, da! Wenn du eine Little Sister mit zu einem Lüftungsschacht bringst, kannst du auswählen, ob du sie retten oder ausbeuten willst. Beutest du sie aus, bekommst du das Maximum, das du für Plasmide ausgeben kannst. Doch sie wird diesen Vorgang nicht überleben. Rettest du sie, bekommst du weniger Adam, aber das Mädchen wird geheilt. Das ist natürlich da keine Frage, was wir tun werden. Wir werden sie natürlich retten. Komm, geh, Kleines. Adam haben wir gekriegt und sie ist wieder da. Tja, unser Eisenmann hatte eben immer schon ein goldenes Herz. Ich finde das ja gefährlich hier unten. Aber du hast genug, Adam. Gerade mal so. Geh zur Hall of the Future und splice dich mit einer Ladung von dem Abfackelplasmid hoch. Tja, schön gemacht. Okay, wir haben jetzt genug Adam, um das Plasmid zu kaufen. Ich werde die nicht ausbeuten. Der einzige Grund, wieso ich es machen würde, wäre, um die Animation mal zu sehen. Ja, ja, chill mal. Noch einer? Komm mal her. Okay, sehr gut. Alle tot. Das Loot gehört mir. Okay. Und es geht weiter hier. An der Oberfläche verfolgten eure Eltern ihre privaten Pläne und setzten ihre großartigen Fähigkeiten ein, um für euch zu sorgen. Sie lernten, die Lügen der Kirche und des Staates umzukehren und sich selbst als ihre eigenen Herren zu sehen. Aber die Parasiten sagten nein. Das Kind hat eine Pflicht. Es wird in den Krieg ziehen und für die Nation sterben. Naja, das ist leider wahr. Und das Kind starb. Ist genauso wie die Eltern. Alter. Oh, die ganzen Ersatzhände. Ich geh die mal zur Hand. Oh Gott. Bin ich hier jetzt gelandet? Das ist schon eine echte, oder? Ja, das ist schon... Ich dachte gerade, das wäre eine Puppe, die ja hier einer hochgebracht hat und... Ne? Als ich das letzte Mal nachgezählt habe, waren es 2 Wochen. 2 Wochen sitzen wir jetzt in diesem verdammten Park hier in der Falle. Viertel hat sich von uns abgesetzt. Ich habe seit Tagen nichts gegessen. Die Kinder brauchen all unsere Vorräte. Sie haben sie nötiger als ich. Ich weiß nicht, was werden soll. Ich werde immer schwächer. Die Kinder haben meinen Zustand natürlich bemerkt. Sie hören nicht mehr auf mich. Was passiert, wenn ich sterbe? Dann sind sie ganz allein. Oh nein. Ich habe nichts getan, ne? Habt ihr nicht gesehen? Die haben nur zur Audiospur gehört. Okay. Kein Fallschaden, gefällt mir. Alter!
Ich habe doch gehört, da hat sich irgendwas bewegt. Und was ist das für ein Kauz? Ist das eine Waffen-Upgrade-Station? Oder... Doch, das ist eine. Nice. Ich geh mal zur Seite. Ja, nice. Ist klar, was wir holen, ne? Treibstoffeffizienz. Nice. Ich glaube, das nächste, was wir holen, wäre so ein Nieten-Upgrade, weil das ist immer noch die stärkste Waffe, die bis jetzt, die wir bis jetzt haben. Soll ich hacken? Eigentlich brauchen wir es ja nicht. Ich habe mich heute mit Sinclair von Sinclair Solutions getroffen. Das ist so eine pseudolegale Firma, die diejenigen Probleme löst, von denen Ryan nicht mal zugeben will, dass er sie überhaupt hat. Ich könnte 40 Seiten in der Tribune mit Stories über den Kerl füllen, wenn er mich nicht dafür bezahlen würde, es nicht zu tun. Tja, er sagt, er hat Arbeit für mich. Ich frage, was? Und er grinst mich mit seinen 1000-Dollar-Jacket-Kronen an und sagt, dieser Job wird, Zitat, die Welt verändern. Zitat Ende. Aha, interessant. Das hast du dir selbst zugeschrieben. Nein. Wollte ihn ausreden. Oh, ich glaube, wir haben gerade eine geraucht, ne? Naja. So, wir haben hier noch ein Heckteil. Nice. Ja, die Fallnieten haben wir nicht mehr Platz gehabt für alles, aber was passiert, wenn ich Alkohol trinke? Ach ja, das sollte ich nicht tun. So. Ach, jetzt sind wir... Nee, hier waren wir noch nie. Oder schon? Nee, ich kann mich nicht an eine tote Hundefigur erinnern. Klopf, klopf. Hätte ja sein können. Au. Danke. Nice. Klappt ja noch ziemlich gut. Ach so, wir haben... Ich wäre sehr gerne mit der Bahn hier gefahren, müsste ich jetzt zugeben. Wir können den ganzen Weg laufen, aber das Ganze hier mal zu fahren... ...ist unfähig für sich selbst zu sorgen. Aber seine Bedürfnisse wachsen, bis er schließlich einen Krieg lostritt, um alles zu rechtfertigen. Eure Eltern haben euch nach Rapture gebracht, wo ihr den Parasiten nie wieder fürchten müsst. Ihr seht also, die Oberfläche ist kein Ort für euch. Aber ihr könnt die Welt zu euch holen. Wenn ihr jemanden kennt, der nach Rapture gehört, schreibt einen Brief an die Poststelle von Ryan Industries und, wer weiß, das nächste neue Gesicht kommt euch vielleicht bekannt vor. Ich dachte gerade, das ist krass, die haben den einfach so aufgehängt. Hallo? Cool gelöst, aber... Ach, das ist der Leuchtturm von oben. Nice. Das ist die Oberfläche. Ist schon geil designt. Ich weiß, diese Anlage ist wichtig für die Geheimhaltung Raptures.
Aber wenn ich sehe, wie ich in diesen torkelnden Wachsalbtraum verwandelt werde, sprechen Kinder wirklich auf sowas an? Ich habe einen Jungen angeredet, der gerade mit seinen Eltern den Park verließ. Hab ihn gefragt, ob er denn was gelernt hätte hier. Er sagte, seine Aufgaben kämen ihm jetzt nicht mehr so hart vor, wenn nur Mutter ihn nicht an die Oberfläche schicken würde. Okay, wir können hier weiter alle Türen öffnen. Die Zugänge sind offen.